Das lief ja nicht so gut in der letzten Folge von Mafia. Tja, kein Fusel für uns. Ich bin gespannt, was der Don sagt. Sam ist verwundet. Ich hoffe, er kommt durch. Tja, und wir fahren jetzt einfach gemütlich nach Hause. Einfach zu Sarah und ein bisschen Entspannung. Oh Mann, das war sehr wild. Tja, das war aber auch cool. Das war eine coole Aktion eigentlich. Wir haben jetzt Sam zum dritten Mal gerettet. Polly ist von uns schwer begeistert. Wir haben uns gut geschlagen. Vielleicht sehen die Jungs uns jetzt vielleicht mit noch anderen Augen. Ich meine, wir sind eigentlich der Fahrer für die. Obwohl Pauli auch gesagt hat, ich kann fahren, ich kann fahren. Tom, schau. Ah. Da fehlt noch ein bisschen vom perfekten Fahrer. Aber Übung macht den Meister, Pauli. Übung macht einfach den Meister. Bin mal gespannt, was Sarah gleich sagt. Ob die einfach uns in den Arm schließt und den Abend genießt oder ob wir noch eine kleine Unterhaltung mit ihr haben. Ja, einfach über die Straße gehen und nicht mitten drauf stehen bleiben, du Idiot. Oh Mann, ey. Vor allem auch der Panzerwagen, also. Wie wild war das von 1 bis 7? Das war schlimm 7. Ist doch nichts los, brauchst du gar nicht hupen. Und ihr solltet mir einfach nicht die Vorfahrt nehmen. Manchmal frage ich mich auch, ob die Menschen hier echt lebensmüde sind. Die einfach ohne zu gucken über die Straße rennen. Aber man merkt das schon, wo trockene Ebene ist, hat der Wagen einfach besseren Grip. Man den Kopf auch pfeifen hört, ey. So, wir sind gleich da. Wir haben es gleich geschafft. Was ich mir jetzt nach so einer Nacht echt vorstellen könnte, wäre echt ein schönes, entspanntes Bad. Habt ihr noch irgendwie euch kurz unterhalten? Kanntet ihr euch so? Hey, na, wie geht's dir? Mensch, Tom, ich hab dich schon lange nicht mehr gesehen. Hör doch auf zu hupen, Mann. Hupe geht, versuch's mit dem Gas. Ist doch nichts passiert, Mann. Ich bin doch einfach ganz langsam hier reingefahren. Schnauze, sonst kriegst du gleich eine rein. Ich will einfach nur meinen Wagen hier abstellen. Was war wegen Arschloch? Penner! Genau hinter uns. Hallo? Ja, das. Wir haben Ärger. Ach, hier gab es eine Störung der Ordnung. Mögliche Straßenschläge. Du bist spät. Das Essen ist kalt. Arbeit.
heirate mich. Okay. Ich musste mir gerade hart das Lachen verkneifen, ne? Du kommst nach Hause. Okay, sie ist pisst, natürlich, weil sie auf, ne, mit Essen und so. Dann merkt sie, dass Tom neben der Spur ist. Dann nimmt sie den Arm als Entschuldigung und er sagt, heirate mich. Und sie sagt, okay, kein Ding. Okay, das könnt ihr gerne kommentieren an dieser Stelle. Ich lasse das einfach kommentarlos stehen. Abfahrt, nächste Mission. Hey Boss, ich bin sofort hergekommen. Setz dich, Tom. Wir haben einen Maulwurf. Nein. Wer? Ich lag die ganze Nacht wach und habe mir das Hirn zermartert. Irgendwann dachte ich, vielleicht ist es einer von uns, der nicht genug verdient. Jemand mit leichter Brieftasche, der eventuell bei Morello anklopft. Frank war nicht da, also bin ich zum Safe, um die Bücher durchzusehen. Er hat uns möglicherweise zu wenig verdient. Was kam heraus? Die Bücher sind weg, Tom. Frank. Ich kenne ihn seit über 50 Jahren. Alles, was ich habe, habe ich durch Frank. Jeder Dollar, den wir verdient und ausbezahlt haben, steht in diesen Büchern. Wenn er sie den Behörden gibt, sind wir erledigt. Frank respektiert nur eine Person in der Stadt, und das sind Sie. Das muss ein Missverständnis sein. Ich rufe ihn ständig an. War bei ihm zu Hause. Er ist weg. Frau und Kind auch. Aber warum? Keine Ahnung. Er wird seine Gründe haben. Vielleicht hat er den Hund nie vergessen. Den Sie ersäufen wollten. Ja. Als ich ihn nicht ersäufen durfte, habe ich ihn abgeknallt. Ich war ein dummer Junge, Tommy. Aber ganz egal, wir brauchen diese Bücher zurück. Geh zu unseren Informanten. Vielleicht weiß jemand was. Wenn du Frank erwischst, hol diese Bücher. Und wenn er sie nicht bei sich hat, quetschst du aus ihm heraus, wo sie sind. Danach tust du, was getan werden muss. Vincenzo wartet mit einem sauberen Wagen auf dich. Alles klar, Boss. Dann würde ich sagen, Frank, bis später. Neulich haben wir noch einen getrunken, über das Geschäft geplaudert und jetzt das. Er macht sich halt hart Gedanken, ne? 50 Jahre ist schon eine ganze Menge. Und wenn wir überlegen, Frank hat uns auch schon mal was erzählt von wegen, ja, Pauli bringt's halt nicht weit. Und Sam hat er auch erwähnt. Und uns? Zu uns hat er gesagt, wir können mehr haben. Wir können alles haben. Uns kann die Stadt gehören. Wir könnten der nächste Don sein, quasi so durch die Blume gesagt. Aber vielleicht ist ihm auch was passiert. Vielleicht ist er in Schwierigkeiten und kann sich deswegen nicht melden. Vielleicht wollte er sich in Sicherheit bringen. Ah, da gibt's zu viel. Na gut,
Es wird auch noch besser, glaub's mir. Es kann immer besser werden. Nie den Kopf hängen lassen. So, Vincenzo, was hast du für mich? Das darf nicht ans Licht kommen, Tom. Fang mit Biff an. Aber gib ihm nichts. Ich habe hier einen neuen Wagen. Und hier ist noch was, wenn du willst. Sieht Frank eine Lupara? Weiß er Bescheid. Alte Schule. Danke, Vin. Ich kümmere mich darum. Das ist er, der Wagen. Der ist aber auch wieder totschick. Obwohl der ist krasser. Das ist aber der Wagen vom Don Witten. Na gut. Ich meine, ich kenne das Spiel ja. Es ist ja schon ein bisschen länger her. Aber so an so einige Sachen kann ich mich echt nicht erinnern. Wie das jetzt zum Beispiel ausgeht, weiß ich echt nicht. Deswegen, das packt mich irgendwie wieder. Das ist sehr wild gerade so. Aber ich habe echt das Gefühl, dass... Ah, ich kann Frank halt nicht einschätzen. Das ist halt... Ich wäre vielleicht für ein bisschen Musik. Ja, er ist halt berechnend, ne? Der weiß, die Situation richtig einzuschätzen. So, fahren Sie bitte. Alter, die Leute, ne? Denen ist das so scheißegal, ob da welche auf der Straße sind. Komm, wechseln wir mal. Flöten. Kein Bock auf Flötenmusik. So, ey! Einfach mal blinken. Oder sich richtig einordnen. So, mal gucken, was Biff weiß. Wenn er überhaupt mit uns redet. Ich meine, wir haben bei Pauli gesehen, wie wir mit ihm umgehen müssen. Obwohl, das war auch ganz, ganz legitim. Oder war Sam dabei? Ich weiß das schon nicht mehr. Biff? Was ist los? Ich muss was wissen. Gibt's irgendetwas Neues, was den Don interessieren könnte? Vielleicht. Was wär's dir wert? 20 Mäuse. Besser 40? Gut, dann raus damit. Das FBI ist hier. Morello hat denen was gesteckt, aber ich weiß nicht was. Wer sagt das? Little Tony hat einen Typen in Black Cat abgefüllt und nach Hause gefahren. Hat hübsch gezwitschert. Fragt ihn. Okay. Danke. Er hat ihn aber nicht die 20 Mäuse gegeben. Immer ein Vergnügen, Tommy. Wir sehen uns, Biff. Wir sehen uns. Little Tony. Und wieder hat Morello seine dreckigen Finger im Spiel. Das war ja klar. Warum machst du ein Pinkelgeräusch? Er pinkelt sich gerade in die Hose. Naja, einige Leute können es halt nicht halten, ne? Das wird wahrscheinlich jetzt so eine Informationsjagd, oder? Aber so langsam habe ich mich auch an die Fahrerei gewöhnt, so. Das hat doch, glaube ich, was mit dem Wagen zu tun. Also ich meine, du kannst dir in der Garage so viel Infos dazu angucken. Es gibt hier auch ein Automuseum. Da steckt schon viel Liebe drin. Das kann man auch fühlen. Ich glaube, das muss auch unglaublich viel Spaß machen, diese Modelle zu bauen und zu modellieren, zu entwickeln. Eine Sonnenbrille wäre cool. Hätte man dieses kurz geblendete nicht. So, ich möchte trotzdem mal wieder Musik haben. Schön ein bisschen
Jazz-Untermalung. Wenn es denn Jazz ist, keine Ahnung. Hallo, ich bin früher gerne in ein schickes französisches Lokal gegangen. Ja, dann geh doch jetzt immer noch. Okay, ich wollte schon sagen, irgendwas zum Einsammeln. Ist alles okay, Tom? Holt's euch, Jungs. Okay, kleines Turnier, ja? Nee, es ist nicht alles okay, nein, mein Freund. Ist es nicht. Was war das mit dem Typen, den du heimgefahren hast, von den Feds? Der wollte erst nur einen Drink, am Ende waren es 10. Hat Leute für eine Art Unterschlupf gesucht. Wo? Oakhill, Ecke Pine. Hat 10 Mäuse gezahlt, damit ich ihn zurückfahre und den Mund halte. Hat verraten, dass Stadtrat Gilotti einen Deal zwischen Morello und dem FBI vermittelt hat. Die haben da drin jemandem aufgelauert. Warum hast du nichts gesagt? Tom, das hab ich. Frank weiß Bescheid. Hat er dem Don nichts gesagt? Nein, nein hat er nicht. Tom, was ist los? Ach, keine Zeit. Das hat dich auch nicht zu interessieren. Vielleicht haben sie Frank doch eingesackt. Kann natürlich sein, ne? Oh Mann, das wird... Ne, da fahre ich nicht da. Ich nehme die Straße. Ich wollte ja nicht rechts um, aber... Okay, dann halt nicht. Soll über die Brücke, ja, ich hab schon verstanden. Auf dem einen Radio läuft gerade nur Nachrichten. Gibt sowieso wieder Ärger wegen der Musik, aber das ist mir, glaube ich, relativ egal. Ich mache hier kein Musikstreaming. Ich mache ja Videogaming. Ich habe ja schon mal gesagt, das wäre es besser, wenn die Musik bleiben darf. Gehört ja schließlich dazu. Der fährt nicht. Obwohl, der fährt das, was er fahren darf, glaube ich, oder? Obwohl, meine Kiste kommt nicht aus dem Knick. Das ist einfach für eine Sonntagsfahrt ist die okay. Oder für einfach zur Arbeit fahren oder so. Okay, der fährt 50. Ja, Hotel Corleone, da sind wir. Dann mit. Du mieser Penner! Falsche Spur für links, für rechts abbiegen. Doch für links abbiegen. Ich ahne Böses. Ich sag's, wie es ist, also... Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ob es wieder eine Schießerei wird? Also, wie in den letzten Folgen? Eine richtig geile Stealth-Mission wäre mal wieder schick. Aber vor allen Dingen Tommy, ne? Ich weiß halt nicht, wie viel Zeit jetzt schon vergangen ist. Aber er soll jetzt erstmal Frank ausschalten. Hier ist es wohl.
wie man das Knistern vom Auspuff Geschäftsbücher, Frank. Und so hört, ne? Das ist richtig cool. It's not only a taste sensation, it's guaranteed to increase focus, drive, and mental clarity. Pick up a bottle of Swift Cola today. And as we are coming to a close, let me thank today's other sponsors, Big Break Cigarettes and Lost Heaven Courier. Both of these teams could be said to be entering golden eras. Each team wohin bringen sie dich wohl? With promising youngsters set around them. I refer, of course, to Smith and Seidel. Vor allen Dingen, waren das jetzt Morellos Leute oder waren das unsere Leute? Vor allem gar nicht auffällig. Überhaupt nicht auffällig. Also, ich hätte bestimmt schon ein paar Mal in den Rückspiegel geguckt. Was bedeutet denn das Auge da? Also, dass die mich auch sehen können? Irgendeinem Treffen sein. Ich kann das jetzt auch super schlecht einschätzen. Ob das jetzt Morellos Leute waren oder unsere. Scheiße. Sie bringen dich zum Flughafen, Frank? Willst du abhauen? Aber allein, ich habe jetzt mal bewusst die Musik ausgemacht. Ja, das passt jetzt. So eine kleine Verfolgung. Aber wenn man genau hinhört, so diese ganze Getriebeschaltung und so, man hört alles. Das ist schon beeindruckt mich sehr. Und das sind so die kleinen Sachen, die ich schon feier. Es muss nicht immer die bombastgeile AAA-Grafik sein. Es muss einfach Spaß machen, das Gesamtpaket. Frag mich ja, wie dicht ich da rangehen kann, bis sich die Anzeige da oben füllt. Ich bleib halt mit Absicht so ein bisschen. Gott, sie bringen ihn in einen anderen Staat oder sowas. Mist, das ist nicht gut. Nee, das ist überhaupt nicht gut. Und mich rausgeholt. Okay, da habe ich meine Stealth-Mission. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin.
Sieht's aber aus. Wir wollen scheinbar alle dasselbe, aber ich handle wirklich nicht gerne mit diesen Leuten. Was haben wir denn hier? Polizeiliche Aufzeichnung, Übergabe der Information. Um 12 Uhr. Wie hat man noch gesagt? Das ist hier auch, wird im Militärbereich so gesagt. Hier nicht 1200, sondern 1200 oder so. Ach, keine Ahnung. 13 Uhr Information und FBI-Eskorte verlassen den Unterschlupf. Okay, das ist wahrscheinlich jetzt gerade passiert. Information wird übergeben und in Hangar 5 gebracht. Okay. Ich hoffe, du bist alleine. Oh, Schnauze! Schnauze, habe ich gesagt. Penner. Du hast dir nur so doll einen hinter die Binde gekippt, mein Freund. Da liegt ein bisschen Blut, ja. Aber die Knarre könnte ich gut gebrauchen. Ach komm, das laden wir nach. Die neuen Schuss. Ja, gut. Das ist erstmal gut. Oh oh. Erwarten die mich jetzt? Das ist schlecht. Muss so gehen. Kann ich dich nicht gegen diese leere Knarre tauschen? Okay. Die schießt wenigstens ein bisschen weiter. Oder du bist erledigt, Penner. Ich habe leider keine Mollys, ey. Ja. Von links, ey. Okay. Ganz anderer Checkpoint, beziehungsweise ganz andere Position. Munition und was haben wir hier? Unten bleiben. Präzision. Präzisionsgewehr. Bisschen aufmunitionieren und dann können wir hier aufräumen. Das hätte ich mal vorher wissen müssen. Aber ich habe auch gehofft, dass die mich nicht sehen und dass ich hier so easygoing die Leute hätte wegsnacken können. Okay, die wissen noch nicht, wo ich bin, ja? Obwohl, bis
bisschen. Oh nein, du steckst in der Klemme. Oh ja, sehr gut. Er brennt auch, sehr gut. Guck mal, hier kann ich alles schon aus der Ferne wegsnacken. Ah, schwierig zu treffen. Hier runter. Sehr gut. Sieht gut aus. Oh, Mollys. Hätte ich aber trotzdem... Na, was denn nun? Zuckender Kopf. Was mache ich? Hat ihn nicht interessiert. Wie standhaft er bleibt. Nee, da komme ich nicht ran. Das Brizigewehr ist gut. Ich glaube, ich gehe diesmal durchs Haus. Mehr Deckung für mich. Ach, schön in den Arm geschossen. Penner. Oh, sehr gut. Hier ist noch Munition. Was für hier drüben? Ja, mache ich. Ich kümmere mich darum. Löst dein Problem, was du mit mir hast. Mach's dir bequem, Penner. Oh, das ist ein rosa Punkt. Dumme Idee. Rote Fässer, immer dumme Idee. Komm, mal nachladen. Wo soll denn hier der rosa Punkt sein zum Einsammeln? Ja, Christo, hier. Okay, hier ist Munition. Die nehme ich. Hä? Tommy, warum hast du nicht geschossen? Oder kann ich von da nicht schießen? Okay, ist eine scheiß Position. Hier muss ich doch irgendwie reinkommen, oder was? Ich will diesen rosa Punkt haben, vorher gehe ich nicht weiter hier. Da auf der Tonne. Wie komme ich da rüber? Durchs Fenster? Guck mal, hier wäre sogar Heilung gewesen, ey. Ah, guck mal an hier. Ach, einer von der Coletti-Familie. Ah, Frank. Was ein Zufall, dass ich deine Karte hier finde. Einfach eine Nummer sicher gehen. Oh shit. Das mach mal. Tommy, kannst du hier noch hoch? Dann mach ich's halt von hier. Ich wollte mich aufhalten.
Müsst ihr euch... Kann ich hier durchsnacken? Müsst ihr ein bisschen früher aufstehen, ihr Penner. Danke. So, war's das jetzt? Ich brauche noch... Nee, das war's nicht ganz. Der hinten, den ich leben lassen wollte, ne? Bist du, du Penner. Wo ist denn der? Der hat so großkotzig auf mich geschossen. Du hättest es sein lassen sollen, Typ. So, Frank, ich hol dich da raus. Tom. Frank. Der Don schickt mich. Dachte ich mir. Tut mir leid, dass du es sein musst. Soll ich ihm was ausrichten? Ich wünschte, es wäre besser gelaufen, aber Morello hat mir nachgesetzt. Ist okay. Ihr könnt rauskommen. Morello bot mir einen Tausch an. Die Geschäftsbücher für unser Leben und einen Flug aus der Stadt. Hat er die Bücher schon? So dumm bin ich nicht. Sie sind sicher. Morello wartet auf das. Ein Schließfachschlüssel bei der Grand Imperial Bank. Ich sagte Morello, ich würde ihn übergeben, wenn das Flugzeug startklar wäre. Seine Männer wollten ihn vor dem Abflug holen. Habe ich erledigt. Sie sollen einsteigen. Also, March, Alice, steigt ein. Frank, du kommst mit uns. Nicht jetzt, Schatz. Schnallt euch an. Tommy und ich haben etwas Geschäftliches zu besprechen. Aber Frank... Steig ein, March. Für Alice. Für mich. Bitte steigt in das verdammte Flugzeug. Wurdest du bezahlt? Ja. Dann jetzt doppelt. Du fliegst die Damen hin, wo sie hin möchten. Ja, Sir. Danke, Tom. Gott, Frank. Wir hätten dir doch geholfen. Ich wollte einfach aussteigen. So oder so. Ich bin müde, Tommy. Müde, meine Frau anzulegen. Müde, vor jeder Fahrt unter den Wagen zu schauen. Und müde zu warten, bis mich der Don abknallt. Gottverdammt, Frank. Tja, hat Tommy das Richtige getan? Was meint ihr? Ich meine, er hat natürlich gehandelt, ne? Aber jetzt kann ich mich auch an diese Mission erinnern, also, ja, das habe ich total vergessen. Gut, dann wollen wir uns mal diese Bücher holen. Guten Tag, Sir.
Wo sind bitte die Schließfächer? Unten bei meinem Kollegen, Sir. Danke. Gut. Bist du der Kollege? Nee. Der läuft einfach seine Routine-Routen. Routine-Routen. Naja. Es hätte besser sein können. Ja, aber schon wieder hat der Drecksmorello alle Druckmittel in der Hand gehabt. Ich hoffe, du bleibst anständig. Schnauze. Ich möchte so, ich möchte einmal zu den Schließfächern. Für Frank Coletti. Ah ja, Mr. Angelo? Ja. Mr. Coletti hat uns mitgeteilt, dass Sie Zugang erhalten sollen. Bitte folgen Sie mir. Selbstverständlich. Als hätte er es geahnt. Ich holte die Bücher und verwischte meine Spuren. Salieri stellte nie irgendwelche Fragen. Abgesehen von der Beerdigung hat er nie wieder über Frank geredet. Machst du meine Jungs nervös, Marco? Sergio und ich wollen Frank nur unseren Respekt erweisen, mir nicht. Ich habe ihn lang gekannt. Fast so lang wie du. Ein guter Mann. Klug. Loyal. Loyal zu seiner Frau und vor allem seiner Tochter. Wenn darin keine Ehre liegt, Enyo. Mag sein. Und doch stehe ich hier vor dem Grabstein seines kleinen Mädchens. Das Leben ist hart. Das musste er noch tun, ne? Einfach so einen Dämpfer verpassen. Aber ich meine, gut, Frank hat auch recht gehabt. Also, ich weiß halt nicht, das ist auch wieder so ein Ding. Ich meine, wenn du einmal in der Familie drinne bist, kannst du da echt schlecht wieder rauskommen. Oder beziehungsweise, ich glaube gar nicht. Einmal Familie, immer Familie, heißt es ja. Und ich kann Frank eigentlich verstehen, dass er einfach diesem ganzen Job, er war es leid, ne? Wie gesagt, immer in Gefahr zu leben, die Frau anzulügen. Er wollte einfach ein normales Leben haben. Tja, und Tommy sieht halt auch immer wieder die Schattenseiten von dem Ganzen. Aber naja, gut. Mal gucken, wie die Geschichte weitergeht. Schau dir diese Häuser an. Große Gärten, schicke, teure Zäune. Der amerikanische Traum, was, Tommy? Mag sein. Will ich nicht? Nein, Sir. Bin gern näher am Geschehen. Lass dich von den hübschen Blumen nicht täuschen. Hier draußen gibt's mehr Kriminelle als im Rest der Stadt zusammen. Sind wir deshalb in dieser Gegend? So in etwa. Morello hat einen korrupten Staatsanwalt auf der Gehaltsliste. Watkins, ein alter Freund von Gilotti. Der Stadtrat? Genau. Morello hat ihm gesagt, wir stecken hinter dem Tod des Gilotti-Jungen. Watkins ist voll drauf angesprungen und will seinem Kumpel helfen. Angeblich hat er sogar ein paar Zeugen. Haben Sie Namen? Ja,
Aber Pauli und Sam kümmern sich schon drum. Ich brauche dich für was anderes. Wir brauchen alles, was Watkins über uns hat. Wo hat er das? In seinem Safe. Ich bin kein Safe-Knacker. Mach dir keine Sorgen. Wir geben dir Salvatore mit. Ist mit dem Boot angekommen, aber der kriegt alles auf. Bring ihn in die Villa, finde den Safe, den Rest macht er. Was wird mich da erwarten? Das kriegst du hin. Watkins geht ins Theater, das Haus ist also leer, bis auf ein paar Wachen. Das Büro ist im Erdgeschoss und unser Maulwurf sagt, der Safe ist in der Wand. Wenn Salvatore ihn geknackt hat, nimm die Beweise und verschwinde. Ist er das Boss? Das ist unser Mann. Salvatore, tutto bene? Sì, grazie. Don Salieri. Schön, dich zu sehen. Du weißt Bescheid. Enttäusch mich nicht. Sì, ho capito, sì. Tommy, wenn du Watkins siehst, tu ihm nichts. Das bringt nur mehr Ärger. Geht klar, Boss. Buona fortuna, ragazzi. Tommy Angelo. Piacere di conoscerti. Meraviglioso. Per favore.